Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Hörst du mich? Test, Test. 1, 2, 3. Ja, verstehe dich gut. Aktivier doch mal die Kamera. Ich habe ein Bild. Die Diagnose läuft. Perfekt. Ich habe ein schönes, starkes Signal. Nur als Warnung. Von jetzt an hast du keinen Zugang zum Aufzug. Du musst auf die altmodische Art nach oben. Ehrlich schon. Leck mich.
Klappe, Sean. Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Das war nicht übel. So, du bist also Desmond. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Ah! Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Viel Glück, Desmond. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle.
Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Freund Connor! Kann ich hoffen... Hast du einen Moment? Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Shengbao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab, um... Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig! Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen! Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in den Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum?